Als die Berufsfeuerwehr alarmiert wurde, um ca. 17.30 Uhr, stand in der Harreslehrer Straße ein Mehrfamilienhaus in geschlossener Bauweise bereits im Vollbrand. Es hatten sich schon mehrere Personen durch Sprung aus dem Fenster nach draußen gerettet sozusagen. Und die Feuerwehr ist sofort dann zur Brandbekämpfung und Menschenrettung vorgegangen. Das heißt, der Treppenraum war bereits auch im Vollbrand, sodass die Kräfte den Innenangriff über den Treppenraum abbrechen mussten und über die Drehleiter dann vorgegangen sind zur Menschenrettung bzw. Innenbrandbekämpfung. Da waren beim Eintreffen noch drei Personen im Objekt. Wir haben eine Gesamtanzahl von Verletzten von 11 Personen. Es sind leider 2 Personen verstorben. Also zuerst einmal ist es natürlich für uns wichtig, dass erstmal die Menschen versorgt werden und aber auch nicht nur medizinisch versorgt, sondern auch im Nachhinein natürlich psychologisch. Da sind wir jetzt, arbeiten wir auf Hochtouren, damit sowohl die Verletzten, aber auch die Menschen, die das mit ansehen mussten, versorgt werden. Dazu gehören natürlich nicht nur die Bewohner und Zeugen, sondern auch die eingesetzten Kräfte. Das ist für alle eine große Belastung. Natürlich ist es für uns erstmal wichtig, jetzt hier diesen Bereich zu sichern, einfach dann, um auch hinterher feststellen zu können, was war eigentlich die Brandursache. Und wir werden natürlich Zeugen befragen. Es war am Anfang natürlich eine gewisse Behinderung der Einsatzkräfte durch die ganzen betroffenen Personen, durch die Betroffenen aus den Nachbarobjekten. Zu der Zeit sind viele Personen zu Hause und die Polizei musste uns da umfangreich unterstützen, damit wir die ersten Maßnahmen einleiten konnten. Das ist Thema, das werden wir mit Sicherheit aufarbeiten. Vielleicht können wir zu einem späteren Zeitpunkt dazu was sagen. Wir sind jetzt gerade dabei abzuklären, ob diese auch die Arbeiten hier behindert haben. Das Feuer ist noch nicht komplett aus. Momentan haben wir die Problematik, dass das Haus akut einsturzgefährdet ist, sowohl der Dachstuhl als auch die hölzernen Zwischenböden, sodass unsere Mannschaft zurzeit da nicht mehr vorgehen kann und wir können nur von außen eine Brandbekämpfung durchführen bzw. uns Zugang zu den letzten Glutnestern verschaffen. Der Linienbus, der dient dazu, die Personen, die in irgendeiner Weise jetzt betroffen sind, zu betreuen. Wir besorgen gerade Unterkünfte für die Nacht in einem Hotel bzw. Hostel.